Tatsächlich sieht man auf den Bildern auf dieser Wand tatsächlich immer Falschgeld. Das wird dem Betrachter natürlich aber erst bewusst, wenn er sich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Also man muss schon sehr genau hingucken, um zu sehen, dass es dabei tatsächlich sich um Falschgeld handelt. Und das ist tatsächlich auch das Spiel, mit dem sie arbeitet. Dieses, was ist jetzt echt, was ist jetzt künstlich, was ist eine gestellte Situation, was hat sie irgendwie konstruiert, damit es als Bild für sie auch funktioniert. Ich glaube, das ist interessant, dass die Bilder sowohl auch auf den ersten Blick gut funktionieren, weil sie toll komponiert sind und eine tolle Farbgewalt auch haben. Und dass die Bilder aber auch auf einer zweiten Ebene funktionieren, nämlich genau dann, wenn man sich intensiver mit ihnen auseinandersetzt und Dinge auch entdeckt.